Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 256x hoch 2. In der letzten Folge haben wir ja eine Timelapse gehabt, beziehungsweise einen Stream gehabt und habe den dann letztendlich für euch in Videoform aufbereitet. In der heutigen Folge werden wir wieder eher klassisch unterwegs sein. Wir werden uns angucken, was ich seit dieser Timelapse und auch in der Timelapse für all diejenigen, die sie nicht gesehen haben, was wir da gemacht haben. Ich suche jetzt gerade. Ich muss diese Folge in normalem RST, oder ich nehme diese Folge in normalem RST auf, einfach um zu gucken, ob es einen Qualitätsunterschied gibt bei der Auflösung. Weil ich OpenRST im Fenstermodus aufnehmen muss und RST 2 direkt aus dem Gamefeed ziehen kann. Deswegen müsste theoretisch hier die Auflösung sogar. Also die Auflösung an sich ist niedriger, aber die Qualität ist besser. Hoffe ich. Das werden wir jetzt in dieser Folge mal ausprobieren. Außerdem musste ich hier gerade noch was hacken für euch, deswegen war RST2 eh auf. So, in der letzten Folge, was ist seit dem letzten Mal passiert? Wir haben in der letzten Folge in der Timelapse den Spaß hier gebaut. Dieses große Zugdepot für unsere Parkeisenbahn. Das ist ein bisschen arg groß geworden, weil im Endeffekt die Bahn nur hier oben fahren soll und deswegen nur zwei oder drei Züge haben mit. Vielleicht entscheide ich mich spontan doch noch um und benutze die Bahn hier im ganzen Park und lasse die Monorail sein, damit es hier wenigstens Sinn gemacht hat. Bin ich mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich das möchte. Was wir außerdem gebaut haben in der letzten Folge ist dieses Stadion, zumindest Teile davon. Die Rückwand habe ich seit der letzten Folge gebaut. Auch die Unterbringung der Monorail im Stadion habe ich nicht in der Timelapse gemacht. Da will ich aber eigentlich das auch wieder rückgängig machen. Also die Unterbringung gefällt mir nicht wirklich. Es ist zum einen unrealistisch. Ich habe es halt gemacht, um Platz zu sparen. Aber auf der anderen Seite, komm, wir haben so viel, also Platz sparen brauchen wir wirklich nicht. Außerdem ist es einfach unrealistisch. Es sieht scheiße aus und ich brauche dafür dann einen extra Eingang, damit es halbwegs realistisch wirkt. Und das ist es auch so nicht. Und deswegen kommt der ganze Scheiß hier wieder raus und wir machen hier nur das Stadion und wo wir die Monorail letztendlich anschließen. Ich weiß es noch nicht, aber da finden wir eine Lösung. So, die Vorderseite des Stadions, das hier, ist seit dem letzten Mal, oder ist in der Timelapse noch passiert. Die Seitenwände habe ich danach noch ausgetauscht, dass es so aussieht, sieht, finde ich, besser aus als das, was wir am Ende der Timelapse hatten. Und ja, so viel zur Timelapse. Jetzt seht ihr wahrscheinlich hier so drei relativ große Stahlachterbahnen und eine große Holzachterbahn. Ich habe ja eigentlich gesagt, dass ich erst den Backstage-Bereich bauen möchte und dann später, wenn der Backstage-Bereich fertig ist, mich um den Park kümmern möchte. Dann kam, ich hatte halt so ein paar Ideen, die ich loswerden musste. Und und auf einmal standen da halt die Achterbahnen. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Es ist irgendwie über mich gekommen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich zeige euch das Ganze jetzt einfach mal in der Reihenfolge, wie ich die Dinger gebaut habe. Den Anfang macht dieser Schwarzkopf hier unten. Die Mega Looping Man. Ich lasse ihn einfach mal laufen. Zeige euch mal, wie der so aussieht. Ich habe versucht, möglichst realistisches Schwarzkopf-Layout zu bauen. Kein so mega weitläufiges, wie man das jetzt zum Beispiel bei diversen Anlagen in den USA findet, zum Beispiel bei Revolution oder bei der anderen Anlage, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, weil ich dumm bin. Wie heißen die Kackbahnen? Hat zwei Loopings, hat vier Gucci-Profil, ist von Schwarzkopf, ist uralt. Ich weiß es nicht. Ist auch wurscht. Habe halt versucht, das Ganze relativ kompakt zu halten, wie man das von den Kirmes-Schwarzkopf-Anlagen kennt. Aber gleichzeitig halt auch ein bisschen mehr Strecke, ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen, wie man das eben von den großen Schwarzkopf-Anlagen in den USA kennt. Ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Ich glaube, wie gesagt, mir ist es ganz gut gelungen. Mir gefällt die Anlage an sich sehr gut. Und ja.
passt, glaube ich, auch ganz gut in den Park. Also ist jetzt nicht irgendwie unrealistisch, dass wir da so eine große Anlage hier hinstellen. Sollte alles mit. Sollte eigentlich alles passen. Finde ich. Wie gefällt euch die Anlage? Weil ich habe mehrere Menschen aus meinem Freundeskreis, die sich mit Achterbahn auskennen, gefragt, wie die die Anlage finden. Da kamen dann so Antworten zurück wie: Ich habe keine Ahnung von Achterbahnen, bis zu. Und deswegen, ich habe wirklich keine Ahnung, wie gut oder schlecht die Achterbahn letztendlich ist. Mir gefällt sie sehr gut, aber ja, so ist das halt. So, wir gehen mal weiter. Die nächste Anlage, die ich gebaut habe, war dieser Inverted Coaster. Für den ersten Teil bis zur Blockbremse oder bis nach der Kupprolle hat Alpengeist so ein bisschen Pate gestanden. Da habe ich an dem Tag, als ich das Ding gebaut habe, habe ich morgens irgendwann so ein Alpengeist POV auf Facebook gesehen und habe wieder mega Bock auf die Anlage bekommen. Dann habe ich später ein bisschen was für die Uni gemacht und dann auf einmal mega Lust bekommen, einen Inverted Coaster zu bauen, und dann ist das Gerät hierbei rausgekommen. Ist von der Inversionsabfolge eigentlich ziemlich ähnlich wie Alpengeist, mit dem Unterschied, dass eben Alpengeist einen Immelmann hat und ich hier einen Dive-Loop verbaut habe. Aber abgesehen davon ist ja bis zu der Stelle hier eigentlich relativ ähnlich, und danach wird es jetzt halt MCI-isch. Das ist, glaube ich, auch mit einer der ersten Inverted Coaster, die ich gebaut habe, die nach der Blockbremse nicht komplett zacken. Oder in der zweiten Hälfte komplett zacken. Ich meine, das Ding im Spreepark, im Original-Spreepark, war in der zweiten Hälfte ziemlich fad. Dann habe ich dieses große Inverter-Design gebaut, das auf NE damals so unglaublich schlecht bewertet wurde. Da fand ich auch, finde ich nach wie vor, dass die erste Hälfte bis zur Blockbremse ziemlich geil ist und ziemlich float und danach scheiße ist, nach der Blockbremse. Und das hier ist, finde ich, der erste, der mir wirklich komplett sehr gut gefällt. Ich finde auch die von der Größe her ist es okay, er verbraucht jetzt nicht allzu viel Platz, er ist relativ kompakt, er ist auch nicht zwingend unrealistisch. Und von daher, ich würde hier noch mit dem Landscaping-Tool das Ganze noch hier so ein bisschen hochziehen, dass es ein bisschen bodennah teilweise aussieht, weil ich hier relativ hoch mit viel Abstand über den Boden gebaut habe. Aber wenn man hier noch ein bisschen das Landscaping-Tool hochzieht, hier ein bisschen das Landscaping auch so anpasst, dann müsste das Ganze eigentlich ziemlich gut in die Landschaft passen und ziemlich gut aussehen. Die Q-Line habe ich dann gestern während dem Super Bowl noch zusammengebastelt. Jetzt habt ihr merkt, ich nehme am Montag auf, weil der Super Bowl war ja am Sonntag, ne? Würde ich jetzt auch, also die Q-Line würde ich jetzt nicht zwingend länger machen. Mir gefällt es so eigentlich ziemlich gut. Vielleicht noch hier ein bisschen runter oder so, aber das wäre es dann auch schon. Mehr muss da, glaube ich, auch nicht sein. Was ich jetzt natürlich vergessen habe, ist, dass ich den ja aktuell noch an einem Design arbeite. Und das ist auch ein Virtual Coaster. Und der sagt in der zweiten Hälfte natürlich auch nicht. So, danach kam. Wir lassen die mal wieder fließen. Danach habe ich hier den angefangen, den Hyper zu bauen. Ich habe den danach aber noch ein paar Mal umgebaut. Also ist quasi der Hyper die neueste Anlage, weil ich die mehrfach umgebaut habe. Wie machen wir das? Wir gucken erstmal den Woody an. Habe ich den schon getimed? Ja, den habe ich schon getimed. Soll eine. Ja, was soll es denn eigentlich sein? Ich würde mal fast auf eine CCI-Anlage tippen, also Custom Coasters International. Passt, glaube ich, am besten zu denen. Ich habe angefangen, also das. Ja, egal, Gascan, ja, leck mich. Ich habe angefangen mit diesem Turn hier, weil ich unbedingt die Interaktion mit dem Hypercoaster wollte. Und habe dann quasi von dem Punkt aus rückwärts. Erst rückwärts gebaut und dann später hier den hinteren Teil der Strecke gebaut. Bei der Anlage bin ich mir bis zu dem Punkt hier im Prinzip
ziemlich sicher, was das Layout angeht, gefällt mir sehr gut, möchte ich auch so behalten. Aber ab diesem Punkt hier, gerade dieser Teil, da bin ich mir nicht mehr sicher. Da bräuchte ich vielleicht auch mal eure Meinung, wie ihr das so findet. Ob man das stehen lassen sollte oder ob es nicht passt. Ich habe es relativ lange an dem Woody gesessen. Gerade an dem zweiten Teil jetzt ziemlich viel umgebaut. Der war am Anfang war er ganz simpel hier einfach im Endeffekt hier in der Kurve und dann hier zurück. Da habe ich gedacht, das muss länger gehen und habe ich halt geguckt, dass ich das Momentum des Coasters möglichst lange ausnutze, möglichst viel noch mit reinbekomme. Jetzt sieht er so aus. Wie gesagt, also mir gefällt er eigentlich recht gut, aber ich bin mir gerade was den Teil ab hier bis hierhin ungefähr angeht, bin ich mir extrem unsicher, ob das nicht, ja, ob das nur mir gefällt, weil ich ihn gebaut habe, oder ob es nicht einfach scheiße ist. Aber gut, no way to find out, ne? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr ein paar gute Ideen, wie man das Ding hier noch verbessern kann. So, kommen wir zum Hypercoaster. Im Endeffekt steht der Hypercoaster um diesen Turn hier direkt nach dem First Drop drumherum aufgebaut. Ich habe vor einiger Zeit versucht, ein Hypercoaster Design zu bauen oder mit dem Gedanken gespielt, eins zu bauen, ist dann aber letztendlich nie übers Layout hinausgekommen. Und da habe ich den Turnaround hier gebaut, den ich bis heute, also eigentlich ziemlich geil finde. Das einzige Problem ist, es sieht nur aus dieser Perspektive gut aus. Das zeige ich euch dann gleich. Und habe es quasi um den Turnaround außen rum gebaut, habe dann versucht, hier noch ein bisschen, nicht ganz nur dieses Silverstar-mäßige gerade außen dann hier rum, sondern auch noch ein bisschen was anderes mit in den Coaster einzubringen, dass es nicht ganz so langweilig ist. Aber der Fokus lag letztendlich auf Airtime, weil das etwas ist, was B&M seit einiger Zeit nicht mehr in die Hypercoaster einbaut, warum auch immer. Wenn man sich bei Fury anguckt, wenn man sich Leviathan anguckt, das Ding besteht ja eigentlich nur noch aus Kurven und nicht mehr aus Airtime-Hügeln. Und da habe ich gedacht, müsste ich mal wieder ein Oldschool. Oder was heißt ein Oldschool, aber ein Hypercoaster bauen, der mehr auf die alten Werte, nämlich auf Airtime setzt. Und weniger auf Kurven, aber eben auch ein paar von den neuen Sachen hat. Also hier zum Beispiel der, dass er mit dem Turnaround anfängt und nicht mit dem Airtime-Hügel. Das wäre das erste Ding. Dann hier die Helix wäre so mit ein anderes Indiz. Und dann im Endeffekt der komplette Teil hier hinten. So ein Ding würde, glaube ich, B&M niemals. B&M hat, glaube ich, so ein Teil sogar eingebaut in einer der letzten Anlagen, wenn ich mir recht überlege. Ich möchte es aber nicht drauf schwören. Ja, aber im Endeffekt den Hypercoaster finde ich eigentlich ziemlich geil. Ich weiß, das hier sieht recht langweilig aus, wenn es hier einfach nur so gerade ist. Aber im Endeffekt geht es ja darum, dass hier Airtime herrscht und hier herrscht Airtime und dann ist ja alles gut. Deswegen gefällt mir das und ich möchte es auch so lassen. Außerdem haben wir dann das, was ich, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch schon gesagt habe, die Interaktion zwischen der Seebühne. Und dann der Coast im Hintergrund, das ist eigentlich das, was ich wollte und das habe ich hiermit, glaube ich, eindeutig erreicht. So, wenn ihr euch jetzt fragt, was ich denn hacken musste vor der Folge und was hier diese komischen Dächer bedeuten und dieses Ding hier. Nun, ich habe eine Wasserski. Also ich nenne es immer Wasserski-Stuntshow, aber es ist eigentlich keine Wasserski-Stuntshow, weil hier nur Boote rumfahren. Wenn man jetzt diesen Start hier mal von absieht, sieht das Ganze so aus. Da ist eine unsichtbarer Track hier drunter mit diversen Lift Hills, die das ganze Ding dann beschleunigen. Und dann rauschen hier halt zwei Boote über den See. Wenn sie eben die erste Runde gemacht haben, also ursprünglich kommen sie hier raus, aber wenn sie dann die erste Runde eben abgeschlossen haben, fahren die einfach die ganze Zeit hier auf dem See rum und machen lustige Sprünge. Und die Wassersplashs waren übrigens Manuels Idee, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ich habe nämlich eigentlich gedacht, dass man die Wassersplash-Bereiche nicht unsichtbar machen kann. Kann man anscheinend doch. Und das Gute ist, dadurch, dass es ein Dummy-Track ist, den ich hier benutze und kein
Baut Hyatt Mode. Wird das Ding nie kaputt gehen. Das heißt, ich brauche hier unten noch nicht mal einen Mechaniker einsetzen, der das Ganze repariert. Total geil. Das einzige Problem, was besteht, ist, dass die, sobald das Ding mal fährt, keine anderen Anlagen im Park mehr Testwerte bekommen. Das heißt, das ist ähnlich wie beim Lokflamme in Let's Build a Theme Park. Ich muss das Teil hier jetzt wieder schließen. Kurz den Baubutton anklicken, damit die Testwerte rausgehen. Und dann im Prinzip den kompletten Park bauen. Und ganz zum Schluss die Bootsshow wieder anschmeißen. Damit eben alle Anlagen Werte haben und so. Und das alles gut funktioniert. So, ich glaube, das war es von dieser Folge. Ich habe euch alles gezeigt, was gebaut wurde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, euch gefallen die neuen Achterbahnen. Lasst mir bitte in die Kommentare wissen, ob ihr was verbessern würdet, ob ihr die Anlagen so stehen lassen würdet, ob ihr es gut findet. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Tätig sagen. Oder vielleicht auch am Sonntag für Dingsbums. Also die Germany Weekly. Wir werden sehen. Bis dahin, Leute. Macht es gut. Haltet die Ohren steif und tschüss.